So, erstmal Frühstück machen hier. Lecker, lecker, lecker. Die Sonne geht gerade auf. Da musst du mal jetzt erstmal ein Frühstück her. Schön mit Ketchup und so, ne? Und Mayo. Und von mir aus noch mal Pommes. Weil wir haben keine Kartoffeln angebaut, verdammt. Und da ist hier noch nichts angebaut. Wir brauchen dringend Samen. Wir brauchen dringend Samen, die wir dann irgendwo anbauen. Ich würde auch mal sagen, da kümmern wir uns dann. Ah, vielleicht nicht jetzt, aber gleich drum. Ja, ein paar Stickies hier in der Hand. Oh, das war ein bisschen zu viel. Moment. Axt in der Hand und jetzt hier mal anbauen. So. Euch lassen wir auch nicht liegen. Verkümmern, verkommen. Komm mal ran jetzt hier. Hallo. Stöckchen, Stöckchen. Ich möchte bitte. Hallo? Na, ich darf nicht. Jetzt. Hallo, ne? So, das hier funktioniert auch immer nicht. Das hier, aber ist ja kein Problem. So, was wir jetzt machen, ist natürlich hier das Ding fertig bauen, ist ja klar. Ich musste spontan eine Aufnahmepause machen. Nach der letzten Folge. Das ließ sich leider nicht verhindern, aber ist ja kein Problem. Für euch macht das ja insgesamt keinen Unterschied. Ich habe allerdings jetzt dazwischen nicht nochmal Holz gesammelt. Das sollte ja noch eine ganze Weile reichen. Hoffe ich zumindest. Holz, hallo? Ach so. Danke, danke, Jim. Der nett. Und da werden wir auch direkt wieder begrüßt. Ist das nicht schön? Ich fühle mich ja immer direkt wieder so heimisch, wenn die Jungs und Mädels mich anbrüllen. Da steht übrigens, direkt bei dem Hütchen, steht ja jetzt irgendwie, wir haben jetzt 54 von 36, müsste jetzt hier stehen. Mal gucken. Ja, 52, nee, 52 von 36. Moment mal kurz. Ist es möglich, dass, doch. Ja, okay, alles klar, alles klar, alles klar. Ich glaube, es waren irgendwie 84 oder sowas, die wir insgesamt brauchen. Sprich, wir brauchen noch ein paar. Und das machen wir einfach mal. So ein bisschen hier fröhlich hin und her gelatsche. Ich gehe stark davon aus. Wobei, was wir jetzt erstmal machen können, ist das folgende. Uah. Diese Totems, die lassen mich immer ein bisschen erschrecken, weil ich immer denke, da würde jemand stehen. Aber das stimmt gar nicht. Was ich jetzt ganz gerne mal machen möchte, ist das folgende. Diesen Kopfer öffnen. Kopfer. Nein, ich möchte jetzt nämlich mal. Keiner da. Ich möchte hier einfach mal ein paar Fallen hinstellen. Einfach so, damit wir hier mal ein paar Fallen haben. Und hier hinten kommt ja eh nichts hin, also hier werden wir ja nicht unser, bis hierhin werden wir unser Fort nicht bauen, dann stehen hier halt ein paar hässliche Fallen rum, ist ja Latte. Aber vielleicht werden wir da unten bauen, vielleicht können wir da mal beobachten, wie einer der scheuen Eingeborenen in so eine Falle rennt. Das wäre doch mal was. Es war jetzt aber nicht nett. So, ich bin mir nicht ganz sicher, wie rum das stehen muss. Also die Stacheln sind ja in die Richtung. Also denke ich mal. Hallo. Ich stell's einfach mal so hier hin. Und gehe dann erstmal weg. Ha, nee. Nee, nee. Das ist jetzt. Okay, ihr geht weiter. Ihr geht auch weg. Das ist gut. Wartet doch erstmal kurz. Ich möchte doch euch hier ein Empfangsbouquet. Möchte ich euch basteln. Es wäre nett, wenn ihr ein bisschen warten würdet, bis ich damit durch bin. Ich werde einfach mal hier kurz erstmal einen auf den machen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann es, ist es, liegt es im Bereich des Möglichen, dass man, je länger man überlebt, auf viel mehr Patrouillen stößt. Okay, ich entzünde hier erstmal wieder alles. Oh, da brennt ja schon jemand. Das ist ja schlecht für dich, Mensch. Alter Schwede, ey. Zack, ist er tot. Sprinten sie alle. Total. Yeah. Ich glaube, 7 haben wir insgesamt und da hinten stehen auch noch welche. Das ist mir ein bisschen viel, muss ich sagen. Also, Freunde, wir können. Boy.
Das ist auch Bulimie, wa? Klingt immer, als würden die sich übergeben. Okay, aber er scheint wegzulaufen, das ist gut. So, ja. Alles klar. Nee. Hm. Ist immer doof, wenn die nicht nah genug kommen. Kommt doch mal ein bisschen näher. Traut euch, komm schon. Der Varan traut sich auch, guck. Ich latsche einfach mal lang. Mir ist es egal, was hier passiert. Ich habe ja keine natürlichen Feinde auf dieser Insel. Doch, Freund, ich bin dein natürlicher Feind, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Die Nahrungskette hat sich hier etwas verändert, seit ich hier angekommen bin. Geht ihr weg? Ihr scheint einfach wegzugehen, ne? Das ist gut, jetzt dann haben wir nur noch ihn da. Der ist aber auch aufgeregt, der Mann. Oh, ich habe wieder einen Vogel verbrannt. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Haben wir noch jemanden in der Nähe? Ich habe hier immer in der Nähe auch nochmal Schritte, oder? Habt ihr euch gerade erschrocken? Ach, Madame, hallo. So, meinst du mal Folgendes? Wir behalten ihn so ein bisschen im Blick auf jeden Fall, ne? Das kann ja nicht schaden. Alter, mein Freund, du kannst mich doch nicht einfach schlagen. Schon wieder, ey. Blocken, immer ans Blocken denken, immer ans Blocken denken. Hm? Haben wir gerade zweimal zerteilt? Kann das sein? Der Mann hat zwei Köpfe. Das gibt's ja nicht. Oh mein Gott. So, der hat nur einen. Sehr gut. Ach, hallo. Na? Wo kommt ihr denn plötzlich her? Brennst du? Nee, der eine brennt nicht. Der ist nicht weit genug gerannt. So, wir haben genug Ausdauer. Wir haben genug Ausdauer. Komm schon, trau dich. Jetzt rennt ihr ganz weg. Das ist aber nicht nett, Freunde. Ich wollte doch die Party noch ein bisschen weiter feiern. Mann. Naja, gut. Moment, stopp. Zack. Oder bin ich wieder ein Stückchen hochgehüpft? Gut, erwischt. Sehr gut. So, direkt nochmal was essen. Ein bisschen Varan. Und da kullern die Köpfe vorbei. Ja, wir chillen hier nur, ne? Also, du brauchst gar nicht so gucken. Wir sind nur auf Durchreise. Wir kommen morgen wieder, ne? Also ist alles gut. Alles gut. Wir sind gleich auch weg. Wir beeilen uns schon. Wir beeilen uns schon. Oh. Nein. Nein, ich will heute. Ich will heute. Hör auf damit. Ich. Meine Fresse, ey. Diese. Das sind perverse Köpfe hier immer. Mein lieber Schwan, ey. Widerlich. Dankeschön. Haben wir direkt eingegessen, eingetötet. Passt doch. So. Wie gesagt, wir werden jetzt mal eben hier die Fallen fertig bauen. Ich möchte nämlich endlich mal erleben, dass da jemand reinrennt in so eine Falle. Da hinten kommen sie schon wieder an, ey. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Mann, ey. Oh, wir brauchen nur einen. Okay, dann bauen wir den anderen neben hier an. Ist ja kein Problem, wa? So, wir brauchen massig Stickies. Die holen wir uns mal von da hinten. Von hier hinten. Upp. Okay, alles gut. Keiner ist hinter mir. Alles total entspannt. Stock, 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 stock. Na, lecker, 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 lecker. Man kann ja tatsächlich Rinde essen, ne? Wenn man möchte. Das funktioniert. Tatsächlich. Da rollt noch ein Kopf vorbei. Ganz entspannt. Ist schön, wenn die immer so entspannt wären, auch wenn sie leben, ne? Fertig. Woo. Bin ich echt mal gespannt hier. 19 Stöcker, ja, lutsch mir.
Was? Nö. Oh, da haben wir beide ordentlich daneben gehauen, ey. Die sind schon zwei Profis, wa? Macht dich fast ein bisschen sympathisch. Aber auch nicht sympathisch genug, als dass ich dich zufrieden lassen würde. Wo ist denn der Rest der Truppe? Hier sind doch bestimmt noch mehr. Hä? Was, allein? Ist auch nicht normal. Möchte ich meinen. Ah ne, guck mal, die haben sich hier gut versammelt, die Jungs. Und hier unten rollt auch noch einer. Könntet ihr euch vielleicht woanders versammeln? So, ein bisschen Fußball spielen hier. So, geht mal weg da. Mal ein bisschen entsorgen hier im Wasser. Ich glaube, da müsste ganz gut gehen. Da sieht man sie wenigstens nicht. So. Wir spielen gerade die Fußball-WM nach. Deutschland gegen Brasilien. Ihr müsst wissen, heute Abend spielt Deutschland gegen Brasilien. Soweit ihr das erst nach dem Spiel gesehen habt. Dieses Video. Und das hier ist gerade Deutschland. Ja, das mit und das da unten, das Wasser ist das Tor. Und da steht es 1-0, 2-0, 3-0. Das ist unglaublich. Und da kommt das 4-0 auch noch direkt hinterher. Es ist nicht zu fassen. Deutschland ist im Finale mit einem unglaublichen Ergebnis gegen den Rekordweltmeister Brasilien von 4-0. Wer hätte das gedacht, dass Jogis Jungs sich so gut anstellen? Niemand. Niemand hätte das gedacht. So, ein paar Steinchen hier mal rauskloppen aus dem Boden. Hallo. Steinchen mehr. Keine Steinchen mehr. Schade. Na gut. So, das nehmen wir aus der Hand, weil ansonsten funktioniert es ja alles wieder nicht. Aber es geht ganz gut, ne? Hier so. Momentan läuft das alles hier recht locker aus der Hand. Hä? Was war das? Ich habe wieder irgendwas in der Hand genommen, wa? Ich will das nicht. So. Wir brauchen noch 5 Stöcke. Noch 5 Stickies. So. Nimm mal diese Tennisbälle, ey. Jungs und Mädels, da habt ihr ein bisschen was. Aber ich spiele ja eh nicht damit, ne? Ist wie so ein Hund, dem man einen Ball hinschmeißt, der aber irgendwie nicht checkt, dass er damit spielen soll. Du musst damit spielen. Hab Spaß damit. Ich zwinge dich. Naja. Die lernen halt noch, die Kleinen. Das sind eigentlich nur Babys. Die wollen alle nur spielen. Mit mir. Und meinen Körperteilen. So, damit haben wir dann auch genug Stiggis. Ach nee, guck mal da. Hey, Freund. Willst du dich entschuldigen? Willst du dich entschuldigen? Falls ja, dann tu das bitte jetzt. Sollst du dich entschuldigen? Sei nicht so schüchtern. Du kannst wirklich auch mal ein bisschen näher kommen. Genau. Und jetzt einfach mal entschuldigen. Einfach mal... Hey! Sollst du dich entschuldigen? Entschuldige dich. Ach, Mann. Er begeht lieber den Feuertod. Manchmal ist es so schwer, sich zu entschuldigen, ne? Manche Menschen sterben halt lieber, als sich zu entschuldigen. Das habe ich tatsächlich teilweise das Gefühl, ne? Ich meine, das kennt man ja auch selbst. Manchmal fällt es einfach... Nein. Achso, wir brauchen noch Loks. Ah, ich habe schon gedacht, dass das wieder nicht funktionieren würde. Es ist ja tatsächlich so, dass manche Menschen sich nur ganz schwer entschuldigen können. Und, manchmal fällt es ja auch einfach schwer, ne? Ist ja einfach klar. Meistens eben dann, wenn man sich vorher so sicher war, dass man im Recht ist und sich dann eben herausstellt, dass man doch nicht im Recht ist, dann ist man so ein bisschen enttäuscht von sich selbst, dass man da Unrecht hatte. Und dann muss man sich auch noch entschuldigen. Aber gut. So ist es nun mal. Manchmal muss man eben auch damit leben, dass man nicht Recht hat. So. Ey, wir müssten eigentlich mal noch eine Falle da bauen, ne? Noch ein paar. Am besten. So, hier haben wir die Falle. Dann können wir... Die Falle hier können wir nochmal bauen. Können wir nochmal bauen.
Die zwei Stickies haben wir sogar noch. Das ist immer gut. Und es regnet hier den ganzen Scheiß-Tag in diesem Spiel. Es ist einfach nicht zu glauben. Auf dieser Insel. Das ist natürlich kein Spiel. Das ist hier... real. Wieso atmest du? Achso. Muss mal irgendwie was trinken oder so. Was trinken habe ich nicht, aber ich kann... einen Riegel kann ich mir drin pfeifen. Schön mit Rosinchen drin oder sowas. Wobei, so viele Menschen mögen ja Rosinen nicht, wa? Ich finde Rosinen eigentlich ganz okay. Nicht immer, aber schon. Zack, fertig. So, hier nochmal einen dran. Wobei, wir bauen hier noch mehr, wa? Wir bauen hier einfach noch mehr hin. Die hier soll ja angeblich die effektivste sein, habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, inwieweit das stimmt, aber ich werde sie einfach mal jetzt hier nochmal hinbauen. Vielleicht bringt es ja was. Und es ist unglaublich, wie viel Holz wir verbraucht haben mittlerweile. Weißt du, da hängt man echt 2 Stunden hier am Holz kloppen. Und dann ist es so schnell wieder weg. Aber es ist ja letzten Endes auch kein Wunder, wenn wir da hinten so ein Häuschen bauen. So... und noch ein wenig Holz. Na komm. Sehr schön. Es ist so traurig, wie es alles immer leerer wird. Fertig. Du kommst noch hier ran. Zack. Hm, reicht es jetzt überhaupt? Doch, also hierfür müsste es auf jeden Fall noch reichen, aber für die ganzen Mauern reicht es auf jeden Fall nicht mehr. Das hätte ich ja nicht gedacht, das habe ich jetzt ja nicht erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Sieht schon fast sogar ganz cool aus, ne, wie die ganzen Fallen da so rumstehen. Ein bisschen mittelalterlich irgendwie. Höchst interessant ist das. Habe ich was gehört? Ne, oder? Weiß nicht. Kann ich hier jetzt was anpflanzen? Ich hatte... ah ne, kann ich wieder voll matschen. Dann matsche ich mich mal eben voll. Schubidu, es wird schon wieder dunkel. Das ist so blöd. Weil es ja immer so extrem dunkel wird hier. Seit dem letzten Patch. Naja, wir haben ja ein bisschen was wir anzünden können. Hier hinten müsste ich auch mal das Fackelchen fertig bauen. Hä? Fehlen irgendwie noch Stickies, ne? Habe ich irgendwo Stickies? Ne, aber ich hole mir hier mal welche. Hier mal kurz anzünden, das Ding, so. Dann sehen wir hier auch ein bisschen mehr. Hier genauso. Unserem Flammenwerfer. Über 10 Kilometer. Oh, 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 oh. Hä? Ich will den nicht fertig bauen. Ich will eigentlich... genau. Genau das wollte ich. So. Ah ne, guck mal da. Da sind ja ein paar Menschen. Jetzt biegt ein bisschen weiter nach rechts ab. Komm schon. Biegt weiter nach rechts ab, meine lieben Freunde. Ich könnte natürlich auch einfach mal es herausfordern und ihn so ein bisschen hierher locken. Komm ran. Huhu. Oh, hier hätte ich auch nochmal Licht hinmachen sollen, wa? Na! Hm? Shit, ihr seht jetzt gar nichts, wa? Oh, das ist Madame! Oh! Was? Das war ein neuer Sound. Oh! Da! Die hat funktioniert, die Falle. Nee, aber... jawohl, ich hab ihn. Woo. Komm, Madame. Lauf da durch jetzt. Ah, ich glaube, ihr seht nichts, wa? Okay, kann ich schnell vielleicht... warte mal kurz, Mademoiselle. Bitte gerade mal nicht schlagen. Ich möchte doch hier zu Demonstrationszwecken mal kurz hier... zack, anzünden.
Ja, wunderbar. So, da hängt jemand. Seht ihr? Ist doch schön. Direkt mal eine Axt in der Hand. Komm schon mal lang. Ist aber gut, wie er hier hängt, ne? Na, mein Freund. Was geht so? Was bedeutet das? Was bedeutet dieses Zeichen? Wenn ich E drücke, passiert nichts. Wenn ich C drücke, passiert auch nichts. Ich kann ihn halt jetzt wahrscheinlich töten, ne? Alter! Kommt mal klar jetzt! Ist doch nicht nett, was ihr hier macht. Jetzt muss ich mal kurz hier weg. Wartet mal kurz. Du auch? Hängt er noch? Er hängt noch. So, Madame läuft weg. Ach nee, guck mal. Ach, ihr Trottel, ey. Warte mal, jetzt bauen wir auch nochmal sowas hin, damit wir auch hier schön alles gut sehen können. Das ganze Spektakel. Jetzt haben wir dummerweise kein Sticky mehr, wa? Mal schön noch ein paar Stickies holen. Ich hoffe, also soweit ich weiß, können die ja befreit werden. Aber nur von den anderen Ureinwohnern. Ups, nein, ich wollte eigentlich was essen. So. So. Wo haben wir denn hier? Hier. Bisschen Holz. Wir gehen auch gleich am besten mal schlafen. Stöcker. Komm. Ja, komm her. Klingt irgendwie komisch, ne? Und da baumeln sie am Horizont. Hat ja fast irgendwie was Schönes, wa? Warte mal, wir können hier ran mal. So, Feuerchen anzünden, Karnickel drauf. Bisschen Blätter draufschmeißen. Und wenn man da genug Blätter draufschmeißt, dann bleibt das Feuer auch groß. Das war mir gar nicht klar. So. Ne, also relativ. Ich könnte da jetzt noch mehr draufschmeißen, dann würde es noch größer werden. So, Freunde, euch geht's gut, ne? Hier? Oder wie, oder was? Das machen wir auch mal wieder ein bisschen größer, damit wir auch ein bisschen was sehen können. So. Was habe ich da gegessen? Ach so. Das ist ganz witzig, dass man teilweise sonst wo stehen kann. Hä? Hallo? Ich würde das Ding gern fertig bauen. Was ist hier los? Hm. Ich fürchte, das ist ein bisschen verbuggt jetzt. Na, aber gut, das ist ja jetzt auch nicht so wild. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ich glaube, ich werde trotzdem die zwei jetzt mal, ne? Es ist zwar irgendwie ein bisschen fies. Was? Jetzt habe ich dich be... Was? Moment mal. Geht es bei dir auch? Nee. Okay. Es ist alles gut. Ich lebe. Okay, Madame spielt hier noch ein bisschen Karussell. Das ist auch schön. Neu... Einstellen kann man die anscheinend aber nicht, die Fallen. Das ist schade. Das ist echt schade, muss ich sagen. Okay, Madame, du bist mir doch ein bisschen zu heiß. Vor allem, wenn du dich so leicht immer befreist. Alter Schwede. Jetzt aber ganz schnell mal hier eben... Alter Vater. Erstmal ein paar von den Viechern ran und dann muss ich dringend mal wieder was essen. Und zwar einiges. Mein lieber Schwan. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal kurz pennen, damit es wieder ein bisschen heller wird. Vielleicht haben wir so Glück. Was ist da los? Was ist da mit den Seilen los? Ich fürchte, so richtig funktioniert es halt noch nicht. Und hier auch immer der High-Speed-Bird.
Zack. Ich muss mehr essen. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Tiere töten. Ist es jetzt ein Peilsystem? Es wird hell, das ist gut. Wow. Ist es ein Peilsystem? Sind da Gegner oder so? Oder was ist das jetzt hier? Ne, das Ding kann ich tatsächlich nicht fertig bauen. Das ist komisch. Ball. Toll. Okay, hier ist auch so ein Zeichen dran. Hier ist aber nicht so ein Zeichen dran. Doch. Hm. Ich würde einfach mal sagen, wir bauen hier noch ein paar mehr Fallen hin, oder? Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und es scheint aber tatsächlich so, als ob würden, als würden diese Fallen hier die einzigen Fallen sein, die funktionieren. Wie heißen die? Noose Trap. 5 Seile. Ich frage mich, wo ich die Seile habe. Ich baue hier einfach mal noch ein paar von den Dingern hin. Zumindest so nebenbei. Wird's hell? Ja, es wird hell. Euch muss ich mal eben hier... So. Mich stört es irgendwie, wenn hier ganze Menschen rumliegen. War da gerade was zum Essen? Kann ich mich wieder zumatschen? Nee. Wir brauchen auch immer Samen. Ich muss irgendwie mal Samen sammeln gehen. Wir rennen einfach gleich mal wieder zum... Flugzeug. Es dürfte gleich heller werden. Es tut mir leid, dass es gerade so dunkel ist, aber der Morgen graut ja. Insofern werdet ihr gleich hoffentlich mehr sehen. Ich zünde ich einfach mal nochmal an. So, ein bisschen Blätter drauf. Nicht zu nah hier, jetzt bloß nicht verbrennen lassen. So. Ach, hallo. Na, Freunde, was geht so? Alles klar. Okay, geht wieder. Das finde ich gut. Das macht euch ja nicht unsympathisch, muss ich gestehen. Ich zünde einfach mal das Ding hier an. Ja, es brennt. Sehr gut. Dann bin ich hier ein bisschen... Dann können sie mir zumindest nicht in den Rücken fallen. Beziehungsweise werden sie höchstwahrscheinlich nicht. So, wir haben es fast. Wir haben es fast. Das Ding ist fast fertig, ey. Ist das nicht sensationell? Ich finde das gut. Ich habe noch nie so ein Teil fertig gebaut. Oder? Doch, im Stream, glaube ich. Ganz am Anfang mal. Aber da funktionierte das irgendwie nicht. Oder irgendwas war da. Ich weiß, ich glaube, ich habe das Haus noch nie fertig gesehen. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Es kann sein, dass ich mich da täusche. Tada! Sogar mit Tür. Wie cool. Und hier drin kann ich auch schlafen. Das ist der Wahnsinn. Dieses Häuschen ist der Wahnsinn. Oh, sogar Zeitschriften habe ich hier. Was ist das da? Breathe und Touch. Touch klingt, könnte auch ein Pornoheftchen sein. Aber es ist, glaube ich, nicht. Wobei es beides sehr gut passt, ne? Breathe and Touch. Hallo, mein Freund. Piep, 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 piep. Voll am Scannen hier, die Dinger. Sieht zumindest ein bisschen so aus. Lässt du mich hier einfach mal die Falle fertig bauen oder bist du aggro, wenn ich jetzt hier in deine Nähe komme? Nö. Er lässt mich. Und ist nicht lästig. Ist ja gut, wie er mich echt einfach in Ruhe lässt hier. So, jetzt brauchen wir noch Stickies hier. Da. Bauen wir jetzt hier noch ein Stückchen weiter. Eigentlich reicht es ja fast von der Entfernung her. Was wir allerdings mal machen, ist erstmal das Kanickel hier töten. So. Das hauen wir dann auch direkt mal hier drauf. Auf den Herd. Die ganzen Äxte hier mal. Flupp, die nächste Axt. Ich muss nämlich erstmal sehen, dass ich wieder tatsächlich zu vollem
keine Ahnung, Blutstand komme. Wie auch immer man das nennt. Ich nehme mal doch die Axt wieder, weil irgendwie mich nervt es doch ein bisschen, dass hier überall... Oh! Was war das? Warst du das? Oder warst du das? Nee, das Karnickel wird es nicht gewesen sein. Aber es war, glaube ich... Das waren die Arme. Was ist da? Die, guckt euch das an. Scheiße. Oh. Die hat ja mal nicht funktioniert, die Falle. Aber was macht ihr denn? Die Fallen, die verarschen. Die spielen mit denen. Und tschüss, Madame. Ab in den Boden. Wow. Hallo. Und tschüss. Okay. Wo kommt... Na. Okay, das ist mir gerade ein bisschen heiß hier, muss ich sagen. Das ist mir gerade ein bisschen heiß. Hör auf zu, deine komischen Sounds zu machen. Du Sack. Ihr lauft weg jetzt oder wie oder was? Wo ist er eigentlich? In die Richtung irgendwo. Das ist ja echt super, ey. Hallo. Und tschüss. Flop, einmal in den Boden und wieder raus. Hauptsache, sie schlägt mich nicht, wa? Es ist eine schöne Prügelei gerade hier. Nur am Prügeln. Madame rennt weg. Kann ich dich jetzt eigentlich auch verprügeln? Tatsache. Hä? Das ist echt mal eine Herausforderung hier. Und da kommt sie wieder. Moment. Oh. Hä? Ich bin mir auch nicht so... Ich meine, ich habe die ja schon getötet, die zwei, die da dran waren, ne? Insofern dürfte eigentlich... Oh, muss ich vorsichtig sein hier. Du guckst so blöd. Dementsprechend werde ich dich mal ganz kurz... Ne? Nein! Bitte nicht! Was? Bitte was? Scheiße, ey. Vereinzelt kommt der Fehler wohl doch noch vor. Na gut, dann beenden wir das für heute einfach mal. Und es geht einfach am Donnerstag dann fröhlich weiter mit dem letzten Mal, als wir geschlafen haben. Ich weiß zwar nicht, was da so der aktuelle Stand hat. Ich glaube, die Hütte haben wir da noch nicht fertig. Aber was soll's. Ist ja nicht so wild. Viel haben wir nicht verloren. Wir können immer wieder laden. Insofern bis zum nächsten Mal hier in The Forest.